Guten Morgen, Menschen des Internets, und herzlich willkommen zu Wochenvlog Nummer 8. Müsste es jetzt sein? Ist es 8? Ich guck mal gerade, es ist 8. Entschuldigung, dass ich so hier gerade meine Haare kämme, aber ich bin gerade erst aufgestanden. Und es ist Samstag und ich fange mit meinen Wochenvlogs immer später an. Das darf doch nicht wahr sein. Das sind ja demnächst eigentlich nur noch so Tagesvlogs, die ich einmal die Woche hochlade. I don't know. Auf jeden Fall ist heute der Tag der Tage. Heute geht's mit den Mädels nach Köln zu Tanz der Vampire. Ich bin da schon ganz aufgeregt und freue mich da sehr drüber. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und ich muss noch so viel vorbereiten, weil ich ja, wie gesagt, morgen auch Geburtstag habe. Und meine Nichte kommt vorbei und es muss ja hier nicht aussehen wie so ein Schlachtfeld, wenn die vorbeikommt. You know? Deshalb bin ich da schon seit gestern Nachmittag, seitdem ich nach Hause gekommen bin, ganz schön am Rotieren und am Machen und am Tun, damit das hier einigermaßen wohnlich aussieht. Und es sieht schon sehr viel besser aus. Aber dann hat mich dann leider irgendwie der Schlaf eingeholt und deshalb muss ich jetzt erstmal damit weitermachen, obwohl ich da gar keinen Bock drauf habe. Schon gar nicht um diese Uhrzeit. Und ja, ich habe mir Haarfarben bestellt, welche vorgestern schon angekommen sind, aber keiner von meinen lieben Nachbarn hat das Paket angenommen. Die Schweine. Deshalb habe ich das gestern von der Post abgeholt und oh mein Gott, die Farbe sieht so geil aus. Huch. Ich habe mir diesmal dieses hier geholt, was man leider überhaupt nicht sehen kann. Es ist rot. Die Farbe nennt sich Fire und die sieht so geil aus. Das kann man jetzt leider nicht so geil sehen. Das sieht eigentlich ein bisschen kräftiger aus, aber es ist noch relativ dunkel, deshalb, ne? Ich hoffe, das wird geil. Ich hoffe es wirklich sehr. Ja, so viel dazu. Neue Haarfarbe ist im Anmarsch. Und dann wird das hier hoffentlich bald morgen oder vielleicht sogar schon heute Abend der Vergangenheit anhören. Erstmal. Und ja, ich muss mal gucken, dass ich jetzt was frühstücke und dann weitermache. Und dann muss ich überhaupt los? Wir wollten uns um 2 Uhr, glaube ich, spätestens treffen. Und da ich ja jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann nach Köln fahre und nicht mit dem Auto, also ich fahre mit dem Auto bis nach Leverkusen und von da aus dann mit dem Zug, weil das einfacher ist wegen Parkplätzen und so. Aber es ist halt Samstag und die Züge fahren echt komisch. Ich bin also entweder um 13:30 da oder um 14:45, was beides nicht so ideal ist, wenn wir uns um 2 Uhr treffen wollen. Deshalb muss ich mal gucken, wie ich das alles organisiert bekomme und manage und keine Ahnung. Und ich bin mir sicher, ich werde im nächsten Cut, für mich ist es dann später, wenn wir dann im Musical sind, muss ich mal gucken, ob ich da heimlich irgendwie ein paar Aufnahmen machen kann. Ne? Boah, ey, das ist das erste Mal, dass ich im Musical gehe. Habt ihr Erfahrung mit Musicals? Sind Musicals cool? Meine Mutter sagte so, ne, das gefällt dir bestimmt nicht. Aber ich weiß nicht. Ich lasse mich überraschen. Oh, ich bin wieder zu Hause. Oh mein Gott, es ist gleich 10 Uhr. Oh, war das ein langer Tag. Aber ein sehr schöner Tag. Aber ja, ich hatte ja gesagt, dass ich eventuell mal Fotos oder Videos machen möchte, aber das war leider nicht erlaubt. Deshalb hatte ich da leider keine Gelegenheit zu, da entsprechendes zu tun. Normalerweise ist das den Leuten egal und die machen trotzdem alles, aber da irgendwie nicht. Toll, ich habe die ganze Zeit so geguckt, ob nicht irgendwie vielleicht doch jemand da Fotos macht oder Video. Weil ich mir dann gedacht hätte, ja okay, wenn der das macht, dann kann ich das auch machen. Aber war nicht so. Die haben alle nur ganz normal sich das Musical angesehen. Welches übrigens sehr, sehr cool war. Also es hat mir sehr gut gefallen. Es war mein erstes Musical und ich muss sagen, nicht schlecht. War cool, war mal was anderes. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Tanz der Vampire in Köln im Musical Dome. Ist schon cool. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Toll.
Danach sind wir noch was essen gegangen bei irgendeinem thailändischen Restaurant, irgendwo in der Nähe vom Dom. War auch ziemlich gut. Noch ein Cocktail danach geschlürft, für mich natürlich alkoholfrei. Und ja, auf einmal war es dann schon 8 Uhr abends. Es war so, was für ein Tag. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit 5 netten Ladies unterwegs. Könnte man ruhig öfter machen, wenn es nicht immer alles so kostenaufwendig wäre. Aber nichtsdestotrotz war es sehr cool. Hat mir gut gefallen. Es war ein schöner Abschluss für meine 20er Jahre. Und morgen habe ich Geburtstag. Und dann wird alles hoffentlich nicht schrecklich, wie man es so sagt, wenn man 30 wird. Aber ich denke mir ja sowieso, eigentlich ist Alter nur eine Zahl. Und ich glaube nicht, dass ich mich verändern werde. Ich werde einfach nur, wie jedes Jahr, ein Jahr älter. Und ja, genau. Dann alles wie immer. Ja, gut. Viel gevloggt habe ich jetzt nicht, das tut mir leid. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich ja irgendwie so von dem Musical Videomaterial online, welches ich dafür verwenden könnte, um euch davon mal einen Eindruck zu vermitteln. Ansonsten werde ich euch auf jeden Fall einen Link irgendwo hier posten, verlinken, Gedöns und so. Muss ich mal sehen. Ja, ich fange morgen dann am besten mit dem Vlog schon an für nächste Woche. Weil da kommt meine Nichte, beziehungsweise ich muss meine Nichte jetzt abholen. Und dann gehen wir da auch dann in Rade vom Wald irgendwo was essen. Und danach werden meine Haare gefärbt. Das wird super. Erst wird wieder hardcore blondiert, damit hier erstmal diese schimmelige blaue Farbe rausgeht. Und der Ansatz natürlich auch. Das sieht nämlich echt unschön aus. Und wenn dann die Haare schön blond sind, dann werden sie feuerrot, hoffentlich. Ja, wie gesagt, also Directions in Rot hatte ich bislang auch noch nicht. Aber meine Erfahrungen mit Directions sind ja ganz gut. Ne? Habt ihr ja letztes Jahr bei meinem Daily Vlog Projekt gesehen. Das funktioniert ganz gut. Deshalb bin ich da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass das mit den roten Gedöns hier auch ganz gut funktionieren wird. Und dann, ja, sehen wir uns nächste Woche ein Jahr älter und mit feuerroten Haaren wieder. Ja, genau. Cheerio, Freunde. Sunblock out.